Okay, Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed 1. Oh Gott, das hat sich ja furchtbar angehört gerade. Assassin's Creed 1. Ja, das letzte Mal haben wir fertig gemacht. Haben wir fertig gemacht, Aufgaben. Und jetzt können wir tatsächlich mit dem Attentat beginnen. Ich weiß auch nicht, warum ich hier hochkletter. Da habe ich gerade Lust zu gehabt, weil wir müssen da unten ja ins Büro. Und ja, genau, quatschen wir mal mit dem Dude und dann machen wir unser erstes Attentat. Altair, willkommen, willkommen. Ich habe getan, was ihr wolltet. Nun gebt mir die Feder. Immer der Reihe nach. Sag mir erst, was ihr wisst. Achso, das Gespräch hatten wir schon, ne? Er verdient sein Geld durch den Verkauf von Waffen und Rüstungen und wird dabei von vielen unterstützt. Schmieden, Händler. Ich hab vergessen, dass wir letztes Mal schon mit dem gequatscht hatten. Egal. Hätte ich vorher der Aufgabe mal eben machen können, aber es dauert jetzt auch nicht so lange. Das heißt, ich kann in der Zeit ein bisschen labern, während die labern. Ja, Assassin's Creed, ne? Ich habe ein bisschen Angst vor den Folgenbetitelungen. Ich zweifle jetzt schon dran, wie ich sie noch nennen soll. Aber wir kriegen das hin. Und irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Mir geht's langsam wieder gut. Ich glaube, ich höre mich immer noch ein bisschen nasal an, aber ich glaube, es geht tatsächlich mittlerweile wieder. Manchmal noch so leichter Husten, aber ansonsten geht es mir soweit eigentlich wieder ziemlich gut. So. Ihr könnt ausruhen, bis ihr bereit seid. Ja. Gleich wache ich da wieder in den Kissen auf. Da zu schlafen ist, glaube ich, ganz schön ungesund für den Rücken, aber naja. Damals war das noch nicht so wichtig. Damals sind die Leute eh nicht älter als, weiß ich nicht, 40 geworden oder so. Von daher passt das schon. Bevor Rückenbeschwerden kommen konnten, sind sie schon an, weiß ich nicht. An der Pest. Dahin gesiegt. Nee, die Pest kam nicht. Nee, warte mal, wann kam die Pest? Ich weiß es gerade gar nicht so genau. Ich wollte gerade sagen später, aber nee, ich glaube doch nicht. Ich weiß es nicht so genau. Irgendwelche andere Krankheiten passt schon. Tuberkulose oder so. Boah, ich bin so unwissend wahrscheinlich. Alle denken sich so, das gab's doch damals. Das gab es später, Mama. Keine Ahnung, Mann. Mir doch egal. Ich lebe im Hier und Jetzt. Das war mal die Argumentation meines Vaters, dass er sich für Geschichte nicht interessiert, weil warum sollte ich in der Vergangenheit leben, wenn ich im Hier und Jetzt lebe? Und heute denke ich mir so, weiß ich nicht. Geschichte ist schon wichtig. Ich bin halt einfach nur zu dumm, mir immer Daten und alles immer zu merken. Das ist bei mir so das Problem. Es ist nicht so, dass ich es grundsätzlich uninteressant finde. Boah, Alter, das ist ein Ruckeln, Hilfe. Aber ich habe in einfach Fliegengedächtnis, Leon, wenn ich wirklich... Ich höre interessante Informationen, ich finde es interessant. Woche später, ich habe alles vergessen. Wow, faszinierend. Naja, ist ja auch egal. Oh, wir sind schon da. Aufnahme gestartet. Ja, ich habe meine Aufnahmen schon vor 2 Minuten 49 gestartet, aber das ist eine andere Sache. Kleine Spende. Ich denke mal, ich muss hier noch triggern, ne? Ah ja, es ist der Ort. Ich weiß jetzt, was hier für eine Cutscene passiert, glaube ich. Ich habe kein Interesse an euren Berechnungen. Die Zahlen ändern nichts. Eure Männer haben den Befehl nicht dafür. Darum habe ich meine Kunden enttäuscht. Wir brauchen mehr Zeit. Das ist die Entschuldigung eines faulen oder dummen Mannes. Was seid ihr? Weder noch. Das sehe ich anders. Nun sagt mir, was denkt ihr dazu, um euer Problem zu lösen? Diese Waffen werden umgehend benötigt. Ich sehe keine Lösung. Die Männer arbeiten Tag und Nacht. Aber euer Kunde verlangt so viel. Und das Ziel, eine so beschwerliche Route. Wenn ihr doch nur Waffen genauso gut produzieren könntet wie Ausflüchte. Ich habe getan, was ich kann. Das ist nicht genug. Dann verlangt ihr vielleicht zu viel. Zu viel? Ich gab euch alles. Ohne mich würdet ihr immer noch für ein Almosen Schlangen beschwören. Und alles, was ich verlangte, war, dass ihr meine Befehle erfüllt. Und ihr sagt, ich verlange zu viel. Ihr wagt es, mich herauszufordern? Friede, Tamir. Ich wollte euch nicht beleidigen. Dann haltet eure Zunge im Zaum. Nein, haltet ein! Einhalten. Ich habe gerade erst begonnen. Nein, haltet ein! Ja, nein! Ihr kommt in meinen Zug, steht vor meinen Männern und wagt es, mich herauszufordern? Ihr sollt mich kennenlernen! Nein, lasst die Leiche. Lasst euch das eine Lehre sein. Denkt nach, bevor ihr mich enttäuscht. Zurück an die Arbeit.
Das ist mein Statement, ne? What? Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ich bin nur ein betender weißer Mann. Also, ich bin nicht weiß, aber ich mag es, wie das Blut hier tatsächlich riecht. Ja. Wo habt ihr euer Handwerk erlernt? So, ich weiß nicht so ganz, wie ich ihn am besten kille. Ob ich ihn jetzt einfach direkt hier so wegklotzen sollte oder ob ich wirklich erstmal ein bisschen abgelegen machen sollte. Ich denke jetzt sogar beides möglich, aber so lore-technisch, ne, versuchen wir jetzt natürlich uns ein bisschen anzuschleichen. Schmelzt es ein und macht es besser. Und wenn es beim nächsten Mal nicht besser wird, werdet ihr im Schmelzofen landen. Habt ihr Geld für mich? Bitte schön, die Leute verstecken hier. Solchen Hunger. Ein bisschen Geld, bitte. Ich hab dich im Visier. Du ein paar Münzen für meine Kinder, bitte. Ihr habt mich um diese Stellung gebeten. Ich habe nicht. Wolltet besser sein als jeder andere. Mir läuft der jetzt die ganze Tag hier nur so im Kreis. Er hat den ganzen Tag treibt. Eure Lager sind voll. Dabei sollten es eure Taschen sein, die voll sind. Warum könnt ihr diese Waren nicht verkaufen? Ihr strengt euch nicht genug an. Braucht ihr einen Anreiz? Ich mag es, wie ihr nur Monologe führt bei den einzelnen Leuten. Okay, ich glaube, er geht wirklich die ganze Zeit nur im Kreis jetzt, ne? Who knows? Entschuldigung. Will sie mich verarschen? Oh, wow. Machen wir es so. Toll. Findet Frieden. Dafür werdet ihr bezahlen. Ihr und euresgleichen. Mich deucht, ihr seid derjenige, der nun bezahlt. Ihr werdet nicht länger vom Leid anderer profitieren. Ihr wähnt mich einen kleinen Waffenschieber, der an der Brust des Krieges hängt? Ein seltsames Ziel, findet ihr nicht? Warum ich, wenn so viele andere dasselbe tun? Dann haltet ihr euch für anders? Oh, das bin ich. Denn ich diene einer höheren Sache als dem reinen Profit. Wie meine Brüder. Brüder? Er glaubt, ich handle allein. Ich bin nur ein Teil. Ein Mann mit einer Aufgabe. Die anderen werdet ihr früh genug kennenlernen. Sie werden eure Taten nicht leichtfertig hinnehmen. Gut, ich freue mich darauf, auch ihre Leben zu beenden. So viel Stolz. Er wird dich zerstören, Knabe. Requiescat und Patsche. Ach nee, das wäre das nächste Teil. Stadtalarm! Gehen Sie zurück zum Büro des Verbindungsmannes, wenn Sie anonym sind, um Ihre Mission zu beenden. Ja, stellt euch jetzt mal vor, ich hätte ihn ganz normal heimlich assassiniert. Dass die Alte jetzt ihre Vase fallen lassen hat, war so ein bisschen ein Cockblock, aber so ist es manchmal. Oh nein. Hey, renn, bitte. Danke. Hui! Boah, das Spiel kommt gar nicht drauf klar, ey. Es ruckelt. Okay, ich kann nicht gleichzeitig B drücken, B sag ich schon, Kreis drücken, um so ein bisschen den auszuweichen. Und da rein bitte. Okay. Aber ich sehe schon, die Lebensleiste ist immer noch rot. Ich glaube, das heißt, dass ich quasi jetzt immer noch, wenn die mich sehen halt, ne, dass es dann immer noch ernst wird. Deswegen bleibe ich mal auf den Dächern. Du bist runter, du Affe. Boah, Junge. Dann halt so. Mann. Hui. Boah, die Framerate ist ja furchtbar, ey. Ist halt die PS3, ne? Was willst du machen? Ich hatte ein bisschen Angst, dass er daneben springt. So, da sind wir. Juhu. Oh.
Ich kann nicht dran lang schwingen, schade. So. We did it. Die Kunde eures Sieges hat mich erreicht, Alter ihr. Euch gebühren meine Dankbarkeit und mein Respekt. Hab Dank. Es ist eine Schande, dass die anderen euch immer noch gering schätzen. Rafik, mich kümmert wenig, was die anderen von mir denken. Wie ihr wünscht, Alter ihr, ihr solltet Al-Mualem von eurem Sieg berichten. Sicher hat er noch weitere Aufgaben für euch. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Ich hätte gehofft, dass ich jetzt direkt da spawne beim... im Königreich zumindest. So, Leute. Der erste Gedächtnisabschnitt ist beendet. Ich kann noch nicht laufen. Doch jetzt. Ich denke, jetzt kommen wir wieder zurück in die Gegenwart. Mal schauen. Kommen Sie raus, Mr. Miles. Was ist los, Doc? Miss Dürrman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Dein Stift hat geleuchtet. Stimmt, das hat doch was mit seinem Stift auf sich irgendwie. Oh, wie war denn das nochmal? Wobei, sie hat auch einen Stift. War es nicht irgendwie so, dass man irgendwie irgendwas braucht? Ach, ich weiß es nicht mehr. I'm so sorry. Da gehe ich mit ihr oder mit dem Ding? Verraten Sie mir, wer ihm den Stock in den Hintern geschoben hat. Ist nicht das gleiche? Eine Woche. Nun, 6 Tage noch. Deadline. Ich kann nicht darüber reden. Mann, versetzen Sie sich in meine Lage. Ich werde von einer Gruppe Wissenschaftler festgehalten und muss den ganzen Tag in irgendeiner Scheißmaschine sitzen. Sie sagen mir nicht, wonach Sie suchen oder wofür Sie es brauchen. Aber ich soll dankbar sein, dass Sie mich am Leben lassen. Das ist doch verrückt! Sorry, aber so ist es. Was erwarten Sie? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie wär's mit Antworten? Ich kann nicht. Und es ist besser so. Sicherer. Sicherer für wen? Uns beide. Hey, ich habe eine Frage, die Sie bestimmt beantworten können. Was? Warum reden die Menschen da drin manchmal so, als kämen sie aus der Zukunft? Zukunft? Ich meine der Gegenwart. Jetzt. Heute, Sie wissen schon. Sie meinen, dass Deutsch die offizielle Sprache des Heiligen Landes ist? Ja, das wollte ich sagen. Der Animus übersetzt alles, was ihm wichtig erscheint, in halbwegs modernes Deutsch. Erwarten Sie also ein paar Anachronismen. Ich könnte es authentischer machen, aber kennen Sie Walter von der Vogelweide? Wen? Gut, dann vergessen Sie es. Walter von der Vogelweide, sagt mir was irgendwie. Können Sie mir mehr über Abstergo sagen? Was geht hier vor? Abgesehen von dieser ganzen Entführungsgeschichte. Abstergo ist einer der größten Pharmakonzerne der Welt. Bekannt für seine Antidepressiva. Auf dem PC dort drüben finden Sie mehr. Aber Sie sagten bereits, dass es nicht um Medizin geht. Was ist es also? Diese Entwicklung gefällt mir nicht. Dann kann ich davon ausgehen, dass der Animus nicht in Ihrem Firmenprofil erwähnt wird. Ach, Sie kennen die Werbung nicht? Mein Gott, die Gute hat Humor. Entschuldigung, Desmond, ich habe viel zu tun. Wie gesagt, wenn Sie mehr über die Firma erfahren möchten, gehen Sie an den PC. Der Telekommunikationssektor ist besonders interessant. Mhm. Okay, alle Gespräche geführt? Doch nicht. Gar nicht müde? Okay, ich glaube, das war's. Kann nicht reden, hab zu tun. Okay, können wir uns jetzt hier einfach angucken? So, mir nichts, dir nichts? Nee, an dem PC darf ich nicht. Schwirrt hier irgendwo noch einer rum. Guck mal, ich kann sogar rausgucken. Häuser, wow. Ja gut, dass es tatsächlich auch lore-technisch erklärt wird, dass sie tatsächlich halt Deutsch bzw. Englisch sprechen. Nette Sache. Komm ich hier rein? Nein. Wenn sie sagt, ich kann mit dem Computer interagieren, dann denke ich mir eigentlich so, ich kann mit dem Computer interagieren. Das scheint einfach eine Lüge zu sein. Eine eiskalte Lüge von dieser Dame. Ich bin enttäuscht. Ich bin wirklich... Ich vertraue ihr nicht mehr. Vielleicht wird sich das noch auszahlen. Egal, das ist dann für später. Gar nicht müde? Lucy Stillman. Die wird übrigens auch von einer Schauspielerin tatsächlich dargestellt und synchronisiert, deren Namen ich gerade vergessen habe.
die so, ja, so, so mittelbekannt ist, würde ich sagen. Ah, wie hießen die nochmal? Ja, einen Film mitgespielt, bei dem ich mal über den ich meine Hausarbeit geschrieben habe. Da habe ich dann festgestellt, so, oh, das ist ja die. Ist ja lustig. Tralalala. So, gibt es hier noch irgendwas, mit dem ich interagieren kann? Kann ich kacken? Kann ich duschen? Nein. Ich finde super, dass da ein Stuhl direkt vor der Dusche ist. Kann mich hinsetzen beim Duschen. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Denke mal, ich muss mich hinlegen, damit es weitergeht. Ja, ich weiß nicht, wie ich mit dem PC interagieren kann, also lege ich mich jetzt einfach mal hin, ne? I'm sorry. Vielleicht passiert das auch erst später. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Ich finde es super, dass er immer in seinen Alltagsklamotten und ohne Decke schläft. Das fühle ich. So, ich ziehe mich mal erstmal um, ne? Mann, ich kann mich nicht mal umziehen. Okay, ich hab's verstanden. Hallo, kann ich mit dir nochmal reden? Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also, warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Die Welt ist ein Dreckloch. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Besser wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Miles. Bald werden Sie es verstehen. Oder auch nicht. Es ist mir egal. Solange Sie uns zeigen, wo es ist. Wo was ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja, sind wir. Okay. Kann ich nur mit euch talken? Ich darf ja keine Gespräche verpassen, sonst krieg ich Schläge. Aber ich werde welche verpassen, das weiß ich. Naja, ich geh mal rein, ne? In The Animus. Verdammt! Ja, chill doch mal deine Eier. Also, ne, mit Anschreien mache ich schon mal gar nichts. Prinzipiell. Gedächtnisabschnitt 3. Übrigens, ne, hier auch nochmal zum Schauen, hier gibt es auch nochmal die zusätzlichen Erinnerungen. Wenn Sie ich habe die noch gar nicht gezeigt, Sie ne? Einfach die Erinnerung, die Sie besuchen möchten. Ja, ich weiß. Also hier, ne, Aussichtspunkte 4 von 12 im Königreich. Alle Templer töten, 60 Stück. Ja, nee. Das, Ribonukleinerinnerung ist auch ein schöner Name. Also, ne, Desoxyribonuklein. Ja, zumindest das werden wir nicht machen. Aber wir werden natürlich alle Aussichtspunkte holen. Und ja, hier sind die ganzen Flaggen, ne? Es gibt quasi hier, genau, 20 Flaggen in Masyaf. Dann gibt es, genau, hier 33, 34 und 33, halt deine Fresse in Akon. In Akon. Macht zusammen 100, ne? 100 Flaggen in Akon, 100 Flaggen in Damaskus und 100 Flaggen im Königreich. Achso, und 100 Flaggen in Jerusalem. Ja. Macht insgesamt 420, Flaggen, die wir sammeln können. Werde ich natürlich nicht tun, ist keine Frage, weil dann bin ich noch nächstes Jahr damit beschäftigt. Nicht mal unlogisch, weil es ist schon Ende des Jahres. Nee, lassen wir. Auf in Gedächtnisabschnitt 3. Verschwenden Sie keine Zeit und fangen... Halt deine Fresse!
Vidic, Warren, Warwick, mit Warwick Leichen Davis. Können sie ihre Gegner ablenken. Die Soldaten verlassen ihre Posten, um sie zu untersuchen. So können sie in vorher bewachte Bereiche vordringen. Nehmt ihr bitte mal Warwick, okay? Ich hoffe, das ist okay für euch. Sieht cool aus. So, bin ich in Masjaf? Ich hoffe. Ihr habt euch bewährt, alter Ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter Ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Verstehe. Ihr versteht nicht. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Nun geht. Entweder nach Akkon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Jetzt haben wir sogar freie Wahl. Das ist ja interessant. Okay, jetzt Kurzschwert zurück. Aber auf Wurfmesser. Nö. Oh, Konterkill. Oh, danke, danke, danke. Danke, Mama. Okay, Leute. Ich würde sagen, wir beenden mal hier die Folge für heute tatsächlich schon wieder. Wir haben doch einiges erlebt. Ja, jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir nach Akkon oder nach Jerusalem reisen. Ich glaube, chronologisch gesehen, zumindest so nach den Abschnitten her, kommt, glaube ich, Akkon zuerst. Deswegen werde ich, glaube ich, ja doch, Akkon. Mein Gott, ja, bei Damaskus waren wir jetzt Akkon, so. Werden wir, glaube ich, zuerst nach Akkon reisen. Aber ja, der Typ will immer wieder, dass ich gleich die Konterkills trainiere. Vielleicht mache ich das, vielleicht auch nicht. Entscheiden wir beim nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Bis dahin. Fickt euch. Tschüss.